Was geht, Digga? Als allererstes, Mann, Alter, erinnerst du dich noch? Wir hatten mal über diese Ähnlichkeit gesprochen. Wir sind in Amerika, ne? Und einfach hier in Europa oder Deutschland gar nicht, so, weißt du? Jetzt hat mich tatsächlich irgendeine Seite angeschrieben, so ganz unverhofft. Und die haben gesagt, wir schicken dir so gerne so ein Paket zu. Und das sind original diese Twinkies und diese Snowballs sind dabei, diese Karamelldinger mit Schokolade gefüllt und so. Und die haben mir geschrieben, willst du nicht auch mal einen Cheat Day machen? Ich habe den geantwortet, okay, auch wenn Aschko, weil du meinst, in der Regel 365 Tage im Jahr kein Cheat Day macht, würde ich doch dennoch bei euch schwach werden und würde sagen, schick mal einfach zu, ich gucke mir das Material mal an. Geil, gönn dir, Digga. Mir persönlich ist das auf jeden Fall sehr angenehm, dass du schön außer Form kommst vor unserem Kampf, Digga, dass ich da das Oktagon mit dir putze. Also, oh shit. So gewisse Dinge, die werden niemals passieren, genauso wie gewisse Künstler heutzutage niemals erfolgreich werden. Gewisse Rapper werden immer nur einen Stream-Stellenwert haben, aber nicht einen oder einen Interview-Stellenwert, aber keinen Rap-Stellenwert. Genauso wenig wird es nicht passieren, lieber Marv, und das weißt du, glaube ich, immer noch selber, dass du, geschweige denn irgendjemand anderes, mit dir den Oktagon tut. Worauf habe ich mich da nur eingelassen, verdammte Axt, Alter. Weißt du, was ich übrigens jetzt gemacht habe? Ich hab die Clipping-Funktion ausgeschalten aus dem Stream, somit kann keiner mehr Ausschnitte aufnehmen und an irgendwen schicken. Ja, das hätte ich damals schon machen müssen, da wäre das nie bis zu dir geraten, weißt du? Das war mein Fehler und jetzt muss ich durchziehen, ne? Es gibt so ein altes deutsches Sprichwort, man muss die Feste so feiern, bis sie fallen. Ja, ich freue mich, ja, geil. Meinst du, wir schaffen es, den Rekord von Ben Askren und Jorge Masvidal noch zu unterbieten? Ich glaube, der hat dir dann 5 Sekunden hat er den K.O. genockt, ne? Das kriegst du schneller hin, oder? Ja, ja, du haust mich bestimmt K.O. innerhalb von 3 Sekunden, aber ich will auf einmal so überrascht werden. Ja, weißt du, ich werde alles in einen Lucky Shot setzen und wenn der nicht sitzt, dann war es schön, mich kennengelernt zu haben, ja. Ja, ich freue mich drauf, Digga, aber ich freue mich natürlich auch auf neue Mucke. Wie sieht's denn da bei dir aus, lieber Aschkuba, wenn wir dich jetzt hier schon mal am Telefon haben, Alter? Er hört mich denn jetzt gerade auf die Kaliforniaks? Ja, na klar, wir haben dich hier schon die ganze Zeit am Mic, Digga. Ach so. Ey, ich habe übrigens heute, ist mir so eingefallen, so, es gab ja früher Hulk Hogan mit den Hulkamaniacs und so weiter. Und deine Anhängerschaft, Alter, das sind einfach die Kaliforniaks, Alter. Das sind die neuen Hulkamaniacs, Alter. Das ist keine Bewegung, das ist ein Lifestyle. Yes, Baby, das ist eine. Wir stehen wie eine Einheit, weißt du, wie ich meine? Wir stehen wie eine Eins. Richtig, 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 genau. Ja, was geht, Alter? Bist du dran? Ja, bist du dran an neue Mucke? Kommt da in naher Zukunft was? Ich meine, ich weiß ja von nix, ja? Ja. Richtig? Ich lasse mich das mal so sagen, um ein Bildnis zu schaffen. Ich habe vor 2 Tagen gemerkt, dass ich habe ja dieses PlayStation Plus Abo, ne? Und da kannst du Spiele umsonst runterladen, so, weißt du? Und ich gucke so und da ist auf einmal Days Gone. Und in Days Gone kennst du das Spiel? Nö. Okay, ich empfehle es dir. Da bist du auf einmal, du bist so ein Rocker und läufst einfach durch so eine zombie-verseuchte Stadt und da sind so ganz viele Freaks. Das sind so irgendwelche zombieartigen Wesen. Und du metzelst die einfach nieder. So kannst du dir das vorstellen, was passieren wird. Das ist ein schönes Bild, was du da zeichnest, was auf jeden Fall sehr verlockend klingt an der Stelle. Ja, ich habe es aber auch wirklich jetzt aber auch wirklich auch noch sehr, sehr schön ausgedrückt. Also ich habe es jetzt auch nicht, ich habe untertrieben. Wie gesagt, ich weiß ja von nichts, aber ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall ja, das Leitmotiv Asche hat das mit der Liebe nie verstanden, weiterhin aufrechterhalten wird. Lieg ich da richtig? Ja, natürlich, bis ans Leben drin. Genau, ja. Da holst du mich ab, Bruder. Da holst du mich ab mit solchen Themen, ja. Das weißt du doch, Digga. Was machst du gerade? Bist du gerade im Studio oder bist du gerade zu Hause oder wo bist du gerade? Ne, ich sitze tatsächlich wirklich gerade vor Days Gone und spiel. Das Studio ist, das habe ich jetzt die letzten 2 Monate gemacht. Oh, die letzten 2 Monate?
Aha, okay. Fanboy! Also 2 Monate lässt man sich ja eigentlich nicht Zeit für einen einzelnen Song, ne? Ist denn da etwa ein größeres Projekt, was da auf uns zukommt? Du merkst gerade, ich versuche gerade so viel in Rätseln wie möglich zu sprechen. Aber irgendwann muss die Katze ja auch aus dem Sack. Und wir nähern uns dem Aufprall, sag ich mal so. Wir nähern uns dem Aufprall, ja. Wir nähern uns einem gewaltigen Aufprall. Ein Sturm zieht auf. Üblicherweise, wenn Rapper die Promokeule schwingen, deaktivieren die sich, löschen Bilder, auf einmal sind sie gelöscht oder sowas. Nee, bei mir wird es nicht so sein. Da bumst es einfach einmal richtig. Da bummst es einfach einmal richtig. Und dann bleibt nichts außer das ein oder andere Partikelchen. Genau. Schön, also ich glaube, die Deutschrap-Szene ist auf jeden Fall bereit, niedergemäht zu werden. Und ich denke mal, da können wir uns auf jeden Fall, ja, also schon in relativ naher Zukunft wahrscheinlich dann schon drauf freuen. Oder wie sieht das aus? Ich denke schon. Ich denke mal, ich habe jetzt auch lange genug Gnade vor Recht walten lassen. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass jeder Mensch oder jeder Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, der in den Wald reinschreit, auch mit dem Echo klarkommen muss. Und ich bin ein Typ, der sehr gut mit dem Echo klarkommt. Aber ich bin gespannt, ob da der eine oder andere zart beseitete möchte gern. Naja, weiß ich nicht, mit einem Echo klarkommt, was vielleicht noch nicht so angenehm ist. Aber gut, ich habe letztes Jahr mit etwas angefangen und habe gesagt, die Suppe habt ihr euch selber eingebrockt. Und wir brocken uns alle mal unsere Suppen ein, löffeln die aus, der eine löffelt die aus, der andere nicht. Und ich bin einfach gespannt, was kommen wird. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Der Chat ist auf jeden Fall auch gespannt drauf, Digga. Schöne Grüße an den Chat auf jeden Fall. Ich habe euch jetzt einfach mal so Flucht überfallen mäßig mit Strohmaske. Ich glaube, die Meute freut sich, ja. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf neuen Output. Deswegen lass die hungrige Meute nicht so lange warten. Ich bin ja auch mir sehr, sehr sicher, dass es bald losgeht. Ja. Und dann freuen wir uns einfach auf Rap, Digga. Was macht ihr denn gerade? Wir haben gerade angefangen, uns das Animus-Album reinzuziehen. Beast Mode 4, Kamikaze, Samurai. Da bin ich einfach reingegrätscht. Da bist du einfach reingegrätscht, Digga. Wir haben ja eigentlich gehofft, dass Stressstempel drauf ist, aber leider war das dann doch irgendwie, ich glaube, irgendwie, irgendwer hat so dieses Gerücht in die Welt gesetzt. Keine Ahnung, wer das gewesen ist. Voll der Wichser auf jeden Fall. Dachte, dass der Song da drauf ist, aber le leider ist dem nicht so. Schick mir den mal vorbei. Ich glaube, mit dem sollte ich mich mal in einem achteckigen Ring unterhalten. Der kriegt noch eine Extraschelle dafür, ne? Für die Frechheit. Auf jeden Fall danke für deinen Anruf, Digga. Danke für das kurze Update. Auch wenn du natürlich wieder hier in. Reden und dann kommst du mir auf einmal, ich bin gerade live. Ich verliere so ein bisschen den Überblick wegen dem Jetlag und wegen der Zeitverschiebung bei dir, wann du immer live bist. Dann lass einfach mal morgen quatschen in Ruhe. Auf jeden Fall, auch wenn du natürlich hier wieder sehr in Rätseln geredet hast, ja, wie so ein Orakel, ja, denke ich mal, dass der allgemeine Konsens der Fans sein wird, okay. Bald Shepherds, ja, und bald wird gegen den Strich rasiert. Bald werden Leute filettiert, die vielleicht auch, sagen wir mal, dir ein wenig unwohl gesonnen waren oder immer noch gesonnen sind. Ich glaube mehr, dass ich anderen nicht wohlgesonnen bin da die anderen so nach dieser Devise sind, Angriff ist beste Verteidigung, aber es gibt ein schönes Bildnis dafür, wenn auch der kleine Dackel lang genug den Pitbull anbellt, dann gibt es irgendwann den Kehlenbiss. Dann darf man nicht dem Pitbull dann sagen, oh, das ist ja ein gefährlicher Kampfhund und so weiter, der ist ja, nee, irgendwann hat der auch der Pitbull die Schnauze voll. Das stimmt, ja. Wenn man die ganze Zeit von der Seite angeklefft wird, ne, irgendwann hat man halt mal die Schnauze voll und dann kommt halt kurz mal der fiese, versierte Biss ins Genick und dann war's das. Ja, dann muss man halt auch doch mal irgendwann die Fronten klären, ne? Und da sind wir sehr gespannt drauf. Ja, Mann, Alter. Ey, Bruder, dann.
lass uns auf jeden Fall am Wochenende nochmal quatschen, Alter. Und natürlich ist es so geplant, liebe Freunde der gesunden Rap-Kultur und der gesunden Rap-Musik, dass wir hier logischerweise, wenn Asche dann seine Promophase dann noch einleiten wird, dass wir uns da zu einem Talk zusammenfinden. Und dann machen wir einen fiesen Real Talk, Digga. Und wir sind sehr, sehr gespannt, Alter, wann es losgeht. Genau so machen wir das. Ich habe übrigens ein neues Genre erfunden damit. Das nennt sich Gewaltrap. Gewaltrap, nice. Das klingt gut, das klingt gut. Gewaltrap klingt auf jeden Fall etwas, das kann man sich auch mal nach so einem langen Arbeitstag bei einem Gläschen Wein so am Abend im Schaukelstuhl einfach nochmal ganz genüsslich einfach reinziehen, oder? Ich glaube, ich werde in Halle sehr viele Freunde finden. Also, Halle ist ja deine alte Heimatstadt, ne? Ja, genau. Ist ja für die Schlägertypen und Hooligans bekannt. Richtig, richtig. Ja, AK gehen und so weiter, ich glaube, da werde ich sehr viele Fans. Halle an der Saale steht auf. Wenn die ersten Töne kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, Digga. Der Osten bleibt hart, Aschgruber bleibt hart und Gewaltrap bleibt härter, meine Freunde. Ich freue mich. Seid alle gesund, passt auf euch auf und in ganz, ganz naher Zukunft hört ihr was von mir. Alles klar, mein Bester. Ey, danke für den Anruf, ja. Die Community grüßt dich zurück, mein Bester. Wir sind sehr, sehr gespannt und lasst uns, wie gesagt, die Tage nochmal quatschen, ja? Jawohl. Alles klar, Digga. Bis dann. Ciao, ciao. Jupp, ciao.